Wir haben letztens haben wir begonnen zu lernen die Kaschrutgebote, fleischiges und milchiges, Elchot Basar Bechalav. Und wir haben gesagt, es steht dreimal in der Tora geschrieben, Lo tevashel gedi bachalev imo, du darfst nicht das Zicklein in der Milch seiner Mutter kochen. Warum steht es dreimal geschrieben? Weil es drei Verbote gibt. Drei verschiedene Verbote. Es ist verboten, milchiges und fleischiges gemeinsam zu essen. Es ist verboten, milchiges und fleischiges gemeinsam zu kochen. Und es ist verboten, milchiges und fleischiges davon zu genießen. Es zu verkaufen und so weiter, auch wenn ich selbst es nicht koche, es selbst nicht esse, an jemand anderen es verkaufe, dem es erlaubt ist, zum Beispiel einem Nichtjuden ist es erlaubt, Milch und Fleisch zu essen, ich verkaufe es einem Nichtjuden, darf ich auch nicht. Für ihn ist es erlaubt, er hat kein Verbot es zu essen, trotzdem ist es erlaubt. Ich muss aber da noch einige Sachen ergänzen bezüglich dessen. Wir haben auch gesagt, dass es ist ein etwas unlogisches Gebot, weil milchig alleine ist erlaubt, fleischig alleine ist erlaubt. Beides zusammen ist verboten. Wie? Erlaubt und erlaubt zusammen ist verboten. Es gibt noch ein ähnliches Gesetz, genau umgekehrt. Eine Quizfrage jetzt. Was für ein Gebot ist es, wo verboten und verboten, aber gemeinsam ist es erlaubt, wenn ich habe zwei verbotene Sachen, zwei Verbote, das ist verboten und das ist verboten, aber gemeinsam, wenn ich es mache, ist es erlaubt. Und zwar, ich sage es euch, zwei Verbote haben wir. Ein Verbot haben wir, ein Mann darf sich nicht im Spiegel schauen. Spiegel an Spiegel, an der Wand und so weiter, das ist etwas für Frauen, nicht für Männer. Man darf, du willst eine Krawatte, willst du schauen oder du willst die frisieren und in so einem Fall, ja. Aber zu lange einfach so in den Spiegel blicken, von dieser Richtung, von der anderen Richtung, das ist nichts für Männer, für Frauen vielleicht schon, für Männer nicht. Das ist ein Verbot für Männer. Man darf nicht ins Spiegel schauen. Zweites Verbot, man darf nicht, bei einem Nichtjuden darf man sich nicht die Haare schneiden, rasieren, Friseur gehen. Warum? Das ist ein Gebot, das geschrieben steht, aber noch einmal, weil es gibt manche, die verdächtigt werden mit dem Töten. Es kann sein, dass er rasiert dich jetzt, ja, er tut dir hier ein bisschen da und dort ein bisschen mit Messer dürfen sich rasieren. Ja, aber ich nehme an, er tut dir nur ein bisschen dein Bart ein bisschen korrigieren und von hinten tut er dich rasieren. Und dann plötzlich, wo du mit dem Nacken oben bist, sagt er Allahu Akbar und Chasve Shalom, Verochum Mechaperam. Damit es nicht dazu kommt, haben die Weisen gesagt, verboten bei einem Nichtjuden sich zu frisieren. Aber wenn beides gemeinsam ist, wenn du einen Spiegel vor dir hast, wo du siehst jetzt seine Handbewegungen, in so einem Fall ist es erlaubt. Verboten, verboten, zwei Verbote, jedes einzelne ist verboten, aber wenn sie gemeinsam auftreten, ist es erlaubt. Deswegen, du darfst heute zum Friseur gehen, weil es gibt einen Spiegel und du begehst da kein Verbot. Jetzt, wir haben gesagt, es sind drei Verbote, nicht essen, nicht genießen und nicht kochen. Alle drei von diesen Verboten wurden in diesem einen Wort, in diesem einen Satz, Lotevashel Gdi Bachalevimo, weil es sich dreimal wiederholt hat. Deswegen sind diese drei Verbote da, jetzt. Wir haben gesagt, ich darf nicht milchiges und fleischiges, eine Vermischung von milchigem und fleischigem, darf ich nicht verkaufen. Es ist anders als bei den anderen Verboten. Die anderen Verbote, ich darf sie verkaufen. Zum Beispiel, ich habe jetzt, ich gehe jetzt auf der Straße und ich habe gefunden ein Zackerl mit einer Keule von Schweinefleisch. Ich darf das nicht essen. Ja? Oder Koteletts irgendwelche. Ich darf das nicht essen, aber ich darf das weiterverkaufen, weil einem Nichtjuden. Für einen Nichtjuden ist es nicht verboten. Oder ich habe zum Beispiel, ich gehe jetzt fischen und mit einem Netz, ich fange mir Fische und
50% der Fische oder vielleicht noch mehr sind unkoschere Fische, die wir nicht essen dürfen. Wir werden Besad Hashem noch in diesen Schurim, werden wir noch erklären, genau welche Fische erlaubt, welche verboten sind. Und die koscheren, die nehme ich, die kann ich essen. Was ist mit den unkoscheren Fischen? Ein Hai, Shrimps und so weiter. Was ist mit diesen Fischen? Diese Fische darf ich verkaufen. Aber milchig und fleischiges gemeinsam darf ich nicht verkaufen. Da aber muss ich etwas ergänzen, und zwar, ich habe gesagt, es ist erlaubt, es zu verkaufen, aber es gibt ein Verbot, du darfst nicht damit handeln. Business, handeln mit verbotenen Speisen, die aus der Tora verboten sind, das darfst du nicht. Maram Masechet Psachim, Seite 23a, dort steht geschrieben, Temeim Yihyu Lachem, sie sollen für euch unrein sein. Unsere Weisen sagen von diesem Pasuk, Yihyu Behavayatam Yihyu, sie sollen für euch sein unrein. So wie sie sind, sind sie für euch unrein. Das bedeutet nicht nur das Essen, sondern auch das Handeln mit diesen Sachen ist für dich verboten. Das heißt, ich als Jude, ich darf kein Geschäft haben, wo ich Unkoscheres verkaufe. Zum Beispiel, ich will jetzt ein Geschäft mit Meeresfrüchten will ich aufmachen. Gibt es viele verschiedene so Skorpione, Schlangen und solche, diese Aal. Und das ist für uns verboten, es zu essen. Shrimps und diese Meeresfrüchte ist verboten. Ich will so ein Geschäft aufmachen. Ich selber arbeite nicht dort. Ein Nichtjude arbeitet dort. Und er verkauft es auch an Nichtjuden weiter. Trotzdem ist es verboten für mich, so ein Geschäft zu erhalten. Warum? Weil ich handle mit verbotenen Speisen. Manche von den Rishonim meinen, dass dieses Verbot ein Verbot der Tora ist. Warum? Der Talmud bringt uns da einen Pasuk. Teme'im yehyu lachem. Sie sollen für euch unrein sein. Das heißt, laut einigen Meinungen von sehr vielen Rishonim ist dieses Verbot ein Verbot der Tora. Das bedeutet, wenn jemand jetzt ein Kebab-Geschäft hat, ein Happy Noodles hat oder Pizza oder irgendetwas, wo er unkoscheres Fleisch, was uns verboten ist zu essen, verkauft, begeht er damit Verbot, auch wenn er nicht milchig und fleischig zusammen vermischt. Wenn er zusätzlich noch vermischt dort, er macht eine Pizza mit Salami, zusätzlich noch ist dort nachher ein Verbot, das mit milchigem und fleischigem. Auch da, das milchige und fleischige, von der Tora begeht man das Verbot nur von den reinen Tierarten, das heißt von den Tierarten, die uns erlaubt sind zu essen. Deswegen, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Salami, sagen wir, das war auch von einem Schweinefleisch-Salami mit Käse, dann begehst du nicht das Verbot von milchig und fleischig, sondern das andere Verbot, dass überhaupt du nicht damit handeln darfst. Aber wiederum, wir haben gesagt, es ist uns erlaubt, es zu verkaufen, wie? Es ist passiert, du hast plötzlich zum Beispiel, du hast jetzt ein Schaf, hast du geschlachtet und dieser Schaf ist unkoscher rausgekommen. Taref. Wir werden bei Sadashim noch in der Zukunft, werden wir noch erklären, genau welches Fleisch uns erlaubt ist, welches Fleisch verboten ist. Es ist rausgekommen, dass dieses Schaf Taref oder Nevela falsch geschlachtet. Was mache ich jetzt damit? Handeln darf man, haben wir gesagt, man darf nicht damit handeln, aber man darf es verkaufen. Du darfst es weiterverkaufen. Warum? Weil du hast es nicht gekauft, um es für einen Nichtjuden zu bringen, sondern hast es für dich. Arashba, einer der Rishonim, er erklärt, dass dieses Verbot, warum gibt es dieses Verbot? Dieses Verbot ist dazu da, damit du nicht scheiterst und dazu kommst, später von dem zu essen. Du verkaufst es, du hast jetzt so ein Geschäft, wo du unkoscheres Fleisch verkaufst, Schnitzel, Kebab und so weiter, und du kannst dazu kommen, nachher davon zu essen, und deswegen ist es verboten. Daraus lernt man jetzt, Bet Yosef, lernt man jetzt daraus, darf ich jetzt mit, ich will jetzt ein Tier kaufen zum Beispiel, ein Haustier, er sagt, ein Vogel, das singt. Oder ein Vogel, der spricht, ein Papagei. Ist kein koscheres Vogel, das wir essen dürfen.
Aber es zwitscht, twittert, ja, es twittert bei dir zu Hause, macht schöne Melodien oder Papagei, der spricht, oder einen Hund bei dir zu Hause zu haben. Ist es erlaubt, jetzt so solche Haustiere, die unrein sind, die wir nicht essen dürfen, zu Hause zu haben? Laut dem Rashba, laut seinem Grund, warum sagt er, dass das verboten ist, laut seinem Grund, nur damit du es nicht dazu kommst, es zu essen, laut seinem Grund ist es eigentlich erlaubt. Warum? Weil einen Hund kaufst du nicht, um es zu essen. Du kaufst es, dass es auf dich beschützt, dass du mit ihm spielen kannst. Generell, es gibt manche, die überhaupt unreine Tiere, das ist bei den Hasidim meistens so, dass sie sagen, unreine Tiere lieber überhaupt nicht nach Hause bringen. Aber vom Gesetz, von der Halacha, du darfst zu Hause auch unreine Tiere darfst du haben, die du nicht zum Essen hast. Bei manchen Leuten ist es für die Entwicklung der Kinder, brauchen sie es. Ja, Kinder manchmal, um sich zu entwickeln, manchmal brauchen sie einen kleinen Hund, einen Hamster oder irgendetwas. Fische ist noch besser, weniger Schmutz. Ja, die brauchen manchmal kleine Kinder da. Oder jemand, der blind ist, braucht einen Hund, mit dem er gehen kann. Oder jemand, der als Wächter einen Hund braucht und so weiter. Manchmal braucht man diese Tiere. Und in so einem Fall, wenn du das brauchst, ist es überhaupt kein Problem. Laut Halacha ist es erlaubt, weil du kaufst es nicht, um sie zu essen. Auch wenn es manche gibt, die solche Tiere manchmal vielleicht essen, trotzdem ist es erlaubt. Zum Kochen jetzt. Wir haben gesagt, es ist auch verboten für mich, nicht nur für mich, wenn ich jetzt Milchiges und Fleischiges gemeinsam kochen will, ist es, auch wenn ich selber nicht esse, auch wenn ich selber davon keinen Genuss habe, ist es auch für mich verboten. Zum Beispiel, ich habe eine Dienerin, nicht-jüdische Dienerin zu Hause. Und sie hat ihren eigenen Topf und sie will, dass ich für sie jetzt koche etwas, was unkoscher ist. Da Milch und Fleischiges, haben wir gesagt, ist verboten. Darf man jetzt nicht koscheres, nicht für mich, für jemand anderen, dem es erlaubt ist, für einen Nichtjuden. Darf ich nicht koscheres jetzt kochen für einen Nichtjuden? Laut dem Rashba haben wir gesagt, damit du nicht da zum Essen kommst, verbietet er es. Aber es gibt noch viele andere Rishonim, da gibt es eine Meinungsverständnis bei den Rishonim, aber halacha lemaase zum Gesetz, wenn wir kommen, Rabbi Meir Chai Uziel, im Buch Mishpate Uziel, das war der Rishon Lezion, der Oberrabbiner von Israel in der letzten Generation, das war der Rabbiner von Rav Ovadia Yosef, einer von den vielen Rabbinern, der gehabt hat, von Rav Ovadia Yosef. Und in seinem Buch Mishpate Uziel, er sagt, dass es erlaubt ist, unkoscheres Fleisch für einen Nichtjuden zu kochen. Zum Beispiel, du arbeitest jetzt als Koch bei einer nichtjüdischen Firma und du musst dort für den Nichtjuden etwas, was für dich verboten ist, zu essen. Für ihn ist es aber erlaubt und du willst für ihn etwas Unkoscheres kochen, sagt er, es ist erlaubt. Von wo bringt er seine Quelle? Es gibt im Talmud Yomah Seite 83b. Dort, berühmter Abschnitt des Talmuds, viele kennen schon diese Geschichte, Rabbi Meir und andere Weise noch, die sind gegangen auf dem Weg und sie haben bei dem Gasthaus angehalten. Und in diesem Gasthaus, Freitag, die müssen jetzt dort ihre Sachen ablagern, Schabbat, man darf kein Geld in der Tasche haben, kein Mukze. Sie kommen zum Besitzer von diesen Hotels und sagen ihm, bewahre es auf bitte bis in deinem Safe, bis Mutze Schabbat, bis Schabbat Ausgabe. Rabbi Meir fragt ihn, wie heißt du? Sagt er, Kidor. Sagt Kidor, das hört sich nicht so besonders gut an. Kidor, weil es gibt einen Verspasuk. Kidor ta puchotema. En baim demuna, das heißt Kidor ta puchotema, weil sie sind ein zweigesichtiges Volk. Du kannst dich nicht auf sie verlassen. Der Name spricht für dich selbst. Sagt, nein, ich habe kein Geld. Er hat es genommen, das Geld, ist gerannt zum Friedhof und neben unter einem
Toten hat er das dort begraben. Sagt, ich komme zur Shabbat und werde es von da abholen. Shabbat, der Gast, der träumt einen Traum, er war selber ein Gauner. Sein Vater kommt zu ihm hin und sagt ihm, mein Sohn, komm zum Friedhof, sein verstorbener Vater, komm zum Friedhof, unter dem Kopf von ihm ist dort Geld begraben, nimm dieses Geld. Er in der Früh wacht auf und sagt, ich muss jetzt meinen Traum deuten. Talmud, Brachot, Seite 55b, ganz unten steht geschrieben, ein Traum, der nicht gedeutet wurde, ist nichts wert. Er geht sofort zu wem? Zu Rabbi Meir, der das Geld dort begraben hat. Er sagt ihm, Rabbi Meir, ich habe einen Traum gesehen. Mein Vater ist gekommen, hat mir gesagt, unter seinem Kopf gibt es Geld, ich soll es nehmen. Im Friedhof, nein, das, ah, nein, die Träume am Freitag, das sind alles umgekehrt. Vergiss, das ist alles ein Blödsinn. Er selber trotzdem hat sich nicht darauf verlassen. Rabbi Meir, den ganzen Schabbat war dort im Friedhof, hat gewartet, nachher das Geld wieder genommen. Und am Ende, Mozei Shabbat, die anderen Weisen kommen zu ihm und sagen, Kidor, gib unser Geld wieder zurück. Ich sagte, was? Das ist, ihr habt mir kein Geld gegeben. Wie, wir haben die gegeben? Da? Ich kenne euch nicht. Doch, was machen sie? Und jetzt, da kommt der Abschnitt, der für uns jetzt da wichtig ist. Gemara sagt, Maim Rishonim Echilu Chazir. Maim Achronim Arguita Nefesh. Das erste Wasser hat dazu gebracht, dass jemand Schwein gegessen hat. Also ein verbotenes Essen. Und das letzte Wasser hat dazu gebracht, dass jemand getötet wurde. Was war? Und das ist jetzt diese Geschichte, die Fortsetzung von dieser Geschichte. Das letzte Wasser. Wir müssen unsere Hände waschen vor dem Essen. Ja, wir nehmen einen Krug, Gefäß, 1, 2, 3, 1, 2, 3, alle Teller rein und dann essen wir Brot. Und nachdem wir fertig gegessen haben, vor dem Birkat Hamazon, vor dem Tischgebet, da müssen wir Maim Achronim, das letzte Wasser. Wir müssen unsere Hände noch einmal abwaschen. Und nachdem wir das abwaschen, wir tun auch unsere Lippen ein bisschen reinigen damit und dann beginnen wir mit dem Tischgebet. Maim Achronim Arguita Nefesh. Und jetzt die kommen zu ihm hin, er war gerade am Markt, sagen, du, unser Geld gib. Er sagt, ich habe nicht. Und sie haben gesehen, er hatte an seinem Bart, hatte noch gepickt gehabt, ein paar Linsenreste. Er hat gegessen Linsensuppe oder irgendwas mit Linsen. Ein paar Linsen sind stecken geblieben an seinem Bart. Ah, okay, sie kommen zu seiner Frau, sie war zu Hause. Sie sagen, Frau Gastwirtin, ihr Mann hat gesagt, sie sollen unsere Geldbeutel wieder zurückgeben. Und als Zeichen hat er gesagt, damit du glaubst, dass er uns geschickt hat, als Zeichen, ihr habt heute gefrühstückt, Linsen. Ja, niemand wusste es, dass wir Linsen gegessen haben. Und er sagt, ja, kein Problem, hier habt ihr das Geld. Und die sind das Geld genommen und weggegangen, ihr eigenes Geld. Der Mann kommt nach Hause zurück, die Frau sagt ihm, du, was ist, wieso? Wir haben zwar Linsen gegessen, aber muss es die ganze Welt wissen, dass wir Linsen gegessen haben? Was, wie, warum? Ich sage, ja, diese Weisen waren hier und du hast ihnen gesagt und ich habe ihnen ihr Geld, du hast ihr Geld zurückgegeben. Und vor Wut hat er sie getötet. Sagt der Talmud, mein Achronim, Arguita Nefesh, es hat dazu gebracht, dass jemand getötet wurde. Übrigens, wir sagen, mein Achronim, Chova. Mein Achronim, das letzte Wasser, obwohl sehr viele es missachten. Nicht viele machen es, aber das ist Pflicht. Warum? Das ist laut dem Shulchan Aruch. Rabbi Moshe Israelisch, laut dem Rama für die Ashkenazen, muss nicht unbedingt sein. Es ist gut, wenn man das macht, aber muss nicht unbedingt sein. Warum? Weil Rabbi Moshe Israel sagt, das ist wegen Melach Sedomit. Das war damals, hat man das Salz von damals, Sdom-Salz, das Salz, was von Sdom war, da war sehr, sehr scharf. Und wenn jemand ein bisschen mit Reste in seinen Fingern übrig geblieben ist, über seine Augen gegeben hat, wäre er blind davon. Deswegen haben die Weisen gesagt, man muss sich die Hände waschen. Aber heute gibt es nicht mehr diesen scharfen und starken Salz von Sdom. Das Salz von heute ist ein bisschen schwächer wie das Salz von damals. Deswegen, laut Rabbi Moshe Israel, laut der aschkenasische Brauch ist es, dass es gut ist, aber nicht Pflicht. Für uns Faradim, laut Shulchan Aruch, Maim Achronim Chova, und die betonen es jedes Mal nach dem Essen, alle überall, das ist der Brauch, fast bei jedem Tisch, was sagt man immer?
Ja, Mayim Achronim, Choba. Das letzte Wasser ist Pflicht. Und jetzt. Das erste Wasser aber hat jemanden gebracht, Schweinefleisch zu essen. Wie? Erzählt der Talmud, es gab in der Zeit von der Religionsverfolgung, Schata Schmad, und es waren dort Leute, die Juden waren, aber sie haben Angst gehabt, zu zeigen, dass sie Juden sind. Von draußen haben sie ausgeschaut wie Nicht-Juden. Und ein so ein Jude, er hatte gehabt ein Gasthaus, ein Restaurant, und Leute, die gekommen sind zu ihm hin, er hat gesehen, Juden, ich gebe ihnen koscheres Essen. Glatt koscher, Badatz mit Josef. Wenn jemand ein Nicht-Jude war, hat er gegeben von dem Schweinefleisch, was für uns verboten ist. Wie hat er gewusst, wer ein Jude ist und wer nicht? Er hat für sich ein Zeichen gemacht. Er hat gesehen, wenn jemand geht und wäscht sich die Hände, so gibt er ihm koscheres Essen. Das ist ein Jude, er muss koscheres Essen. Er sieht, jemand kommt und isst, ohne Hände zu waschen, ein Goy, ein Nicht-Jude, und er muss nicht koscheres Essen. Ich gebe ihm von dem nicht-koscheren Essen. Jetzt. Und eines Tages ist jemand gekommen, hat gegessen, er sagt ihm, du musst bezahlen 10 Münzen. Er sagte, warum 10? Gestern waren es 8. Er sagte, ja, aber gestern hast du von dem Koscheren gegessen. Das Koschere kostet etwas weniger. Da gibt es Stipendien, das ist etwas weniger. Und jetzt, warum 10? Was habe ich gegessen? Ja, du hast Schweinefleisch gegessen. Wie Schweinefleisch? Ich sagte, ja, aber du hast nicht die Hände gewaschen. Deswegen wusste ich nicht, dass du ein Jude bist. Sagt der Gemara, der Talmud sagt, schau, siehe da, das erste Wasser, weil jemand, das ist ein Gebot der Weisen, sich die Hände zu waschen, das ist Pflicht. Ja? Ein Gebot der Weisen, vielleicht mache ich das nicht, unsere Weisen sagen, al netilat yadayim, der Segenspruch, ja, über das Händewaschen. Al netilat yadayim sind die Anfangsbuchstaben, ani, jemand, der es nicht ernst nimmt, dieses Gebot, und er vielleicht ein bisschen und vielleicht überhaupt nicht macht, das bringt zur Armut. Aber wenn jemand genug Wasser nimmt, volles Gefäß, und füllt seine Hände mit Wasser, male yadenu birchotecha, erfülle unsere Hände voll mit deinem Segen. Das heißt, man soll schon viel machen, man soll Acht geben darauf, obwohl es ein Gebot der Weisen ist. Aber da sagt der Talmud, schau, es hat jemanden gebracht, Schweinefleisch zu essen, ein Verbot der Tora zu begehen, weil er dieses Verbot missachtet hat. Jetzt, das war die Geschichte im Talmud. Rabbi Ben Zion Merchai Uziel, Mishpate Uziel, er lernt davon, sagt, schau, damals war das so, dass jeder, der ein Restaurant gehabt hat, er selber war auch der Koch dort. Das ist nicht so wie heute, du hast 10 Köche, Chef, und er selber hat das Ganze gekocht und gegeben. Wie hat er als Jude, wie hat er dann für die Nichtjuden unkoscheres Fleisch gekocht? Sagt er, daraus lernen wir, dass es ist nicht verboten, normales, unkoscheres Fleisch für Nichtjuden zu kochen. Und du wirst, ohne zu befürchten, vielleicht wird er davon essen. Er kennt sich aus, er weiß, das ist unkoscher, ich werde davon nicht kosten. Deswegen, du darfst unkoscheres Fleisch, unkoschere Speisen, wenn es nötig ist, wenn du keine andere Wahl hast, darfst du kochen für einen Nichtjuden, ohne zu befürchten, dass du davon vielleicht kosten wirst, aber milchiges und fleischiges befürchten oder nicht befürchten ist generell verboten. Warum? Weil das ist ein zusätzliches Verbot. Du darfst nicht kochen, haben wir gesagt, 3 Verbote. 1, nicht essen. 2, nicht genießen. 3, nicht kochen. Jetzt. Also das ist für uns einmal klar, wir dürfen nicht kochen, nicht essen und nicht genießen. Es gibt auch sehr viele Beschränkungen, die uns davon zurückhalten, damit wir nicht dazu kommen. Ja, viele Beschränkungen, die uns davon zurückhalten, damit wir nicht dazu kommen, weil nicht nur das Verbot ist bei uns verboten, sondern auch der Geschmack des Verbotes. Ja, Gemara Cholin, Seite 108a.
אמר רבייה, טעמו ולא ממשו, דאורייתא, טעמו, דגשמק, אונה, die Sache selbst, ist auch für das Torah verboten. Das heißt, ich habe genommen eine Suppe, wo Fleisch war. Diese Suppe wurde gekocht, ich nehme das Fleisch raus, ich trinke jetzt nur von der Suppe. Ist die Suppe fleischig? Aber es ist kein Fleisch mehr drin. Ist kein Fleisch mehr drin, aber der Geschmack ist drin. Deswegen, Tamo, der Geschmack, aber der Fleisch selbst ist nicht drin, ist genauso verboten von der Tora. Deswegen, wir haben auch extra Geschirr für Fleischiges, extra Geschirr für Milchiges. Letzte Woche hat jemand gefragt, ja, aber es gibt das Batel Meshishim, dass es 1 zu 60 aufgelöst wird. Auch das ist nicht immer. Und auch das, dieses 1 zu 60, was aufgelöst wird, wir werden das noch lernen, auch das ist nur Bediavad, wenn es schon geschehen ist. Aber wenn du absichtlich nimmst und versuchst zu vermischen, 1 zu 60, begehst du ein Verbot der Tora, ist verboten. En mevatlin isur b'yadayim, du darfst nicht ein Verbot vermischen, sodass es später erlaubt wird. Also ich füge noch dazu, über 60 Mal, dann ist es erlaubt. Darfst du nicht tun. Wir werden bei Sadashem noch das Ganze lernen. Damit wir jetzt nicht zum Scheitern kommen zwischen Milchigen und Fleischigen. Deswegen gibt es einige Beschränkungen. Und zwar erstens. Wenn ich jetzt sitze und am Tisch etwas Fleischiges esse, oder umgekehrt, jetzt ist egal, nehmen wir als Beispiel Fleisch. Ich esse etwas Fleischiges und auf dem Tisch ist noch etwas anderes, was Milchiges ist. Ich darf vom Fleischigen nichts essen, darf ich, solange etwas Milchiges auf dem Tisch gibt. Warum? Es kann sein, mit dem Essen kommt das Appetit und du isst und während des Essens kannst du vielleicht nicht die Gedanken haben und dann plötzlich von dem Milchigen nehmen und etwas in dir einnehmen. Und dann beginnst du das Verbot. Darum, wenn du jetzt Fleischiges isst, musst du vorher sehen, dass auf deinem Tisch nichts Milchiges drauf ist. Wenn jetzt zwei zusammensitzen, zwei, die sich kennen, auf einem Tisch, der eine will Fleischiges essen, der andere will Milchiges essen. Ist es erlaubt? Jeder hat seinen Teller, sein Besteck und seine Speise. Es ist verboten, wenn ich esse Milchiges oder Fleischiges und der andere das andere. Ist verboten. Es sei denn, wenn wir zwei jetzt, die uns kennen, ja, ich betone, die uns kennen, wenn wir zwei irgendetwas auf dem Tisch hinstellen, das für uns beide als Zeichen da ist, dass wir nicht scheitern, dass wir nicht unabsichtlich jetzt, weil normalerweise, wie ist es, Leute, die sich kennen, du isst von deinem Teller und dann, Moment, gib mir von diesem Lammkotelett ein bisschen auch und nachher, oh, diese Pommes-Tische, die will ich auch, koste mal das, eine gibt dem anderen, ohne sich zu schämen, wieso, wir kennen uns. Und deswegen, damit es nicht dazu kommt, dass du plötzlich, du isst jetzt Cornflakes und nachher von ihm seine Spaghetti, sein Stück Fleisch nimmst und nachher isst, damit du nicht dazu kommst, ist es verboten. Es sei denn, ihr beide stellt euch irgendetwas dahin, etwas, was normalerweise nicht auf dem Tisch ist. Zum Beispiel, du stellst eine Vase oder einen Schlüsselbund. Oh, der große, sie haben nur einen kleinen Schlüssel, der flach ist, das gilt nicht. Ja? Etwas, was auch sichtbar ist. Irgendetwas, was normalerweise nicht auf dem Tisch ist, und wir, das ist zwischen uns beiden, unser Zeichen, dass wir diese Grenzen nicht überschreiten. Das ist bei zwei, die sich kennen. Oder wenn zwei, die sich kennen, ich esse Fleischiges, er isst Milchiges, aber wir sind nicht in Reichweite. Das heißt, der Tisch ist so groß, dass ich nicht bis zu ihm kommen kann. Ist auch erlaubt. Da muss ich nichts dazwischen stellen. Warum? Ich werde nicht dazu kommen, um von ihm etwas zu nehmen. Er ist weit entfernt von mir. Und ich werde nicht dazu kommen, deswegen ist es erlaubt. Oder, auch wenn es in Reichweite ist, aber bei zwei, die sich nicht kennen. Zum Beispiel, du sitzt im Zug, du sitzt da und du willst essen was Milchiges, der vor dir sitzt am selben Tisch dort, der neben dir sitzt und isst etwas Fleischiges und ihr werdet jetzt nicht einer zum Teller vom anderen greifen, weil ihr kennt euch nicht und man schämt sich einer von dem anderen,
da es nicht dazu kommen wird, haben es auch die Weisen nicht verboten. Das ist auch im Flugzeug. Du siehst, wir haben zwar jeder seinen eigenen Tisch dort, dieses klappbare Tisch, aber es ist in Reichweite. Ich kann von dem anderen etwas nehmen. Das heißt, ich sitze zum Beispiel neben meiner Frau und neben meinem Sohn, ja, und ich will von ihm was nehmen. Ich darf nichts Fleischiges auf meinem speziellen Tisch nicht essen, wenn er was Milchiges isst. Oder auch umgekehrt. Ja? Deswegen, damit man nicht zum Scheitern kommt, ist es so. Aber das Ganze mit dem Merkmal gilt nur wiederum, wenn zwei Personen sitzen. Aber wenn ich alleine sitze, ja, alleine, ich will jetzt Fleischiges essen und dort ist Käse, irgendwas Milchiges, ich sage, okay, ich lege eine Vase hin und das soll als, für mich als Erinnerung gelten. Das gilt nicht, das kann nicht helfen. Warum? Dieses Merkmal, das uns beide erinnert, dass wir ja nicht scheitern, ist nur, wenn es zwei sind. Weil auch wenn ich vergesse, er kann mich daran erinnern. Und wenn er vergisst, ich werde ihn daran erinnern. Bei zwei kann doch dieses Merkmal was helfen. Aber bei einer Person, auch mit dem Merkmal, das gilt nicht. Das heißt, mit dem Merkmal, das kann dir nicht helfen bei einer Person. So, nächstens. Hat jetzt bis da jetzt jemand noch eine Frage darüber, worüber wir jetzt geredet haben? Es ist noch immer Fleisch und Milch. Ja, zum Thema, aber jetzt nicht speziell da noch. Generell, wenn zum Beispiel zwei Backen von Markt, eins ist Milch, ganz nicht. Kommen wir noch dazu. Wir kommen noch dazu. Ich will jetzt stufenweise raufgehen. So, dann. Die berühmte Frage. Wie lange muss man warten zwischen milchig und fleischig? Wie lange? Zwischen fleischig und milchig. Und auch milchig und fleischig, wir kommen noch dazu jetzt. Zwischen Fleisch und Milch. Ich habe Fleisch gegessen, wann darf ich wieder Milchiges essen? Talmud Chulin, Seite 105a. Marukwa sagt, ich gegenüber meinem Vater bin wie Essig, der Sohn vom Wein. Was ist das? Essig, der Sohn vom Wein. Aus Wein, ein guter Wein ist ein guter Wein, aber aus Wein, der kaputt gegangen ist, der schon schlecht ist, das entsteht Essig. Sagte ich gegenüber meinem Vater in dem einen Gebot, bin wie Essig, der Sohn vom Wein. Warum? Mein Vater, als er was Fleischiges gegessen hat, hat er gewartet 24 Stunden. Erst nach 24 Stunden hat er was Milchiges gegessen. Ich aber esse es von einer Speise nach der anderen Speise. Das heißt, ich esse es nicht in derselben Speise, von einer Speise zur anderen Speise. Das ist der Abschnitt des Talmuds und von dort, das ist der Ursprung, die Quelle, von wo wir lernen, wie lange muss man warten und von da kommen auch diese Meinungsverschiedenheiten zwischen allen Poskim, das ist die Quelle. Cholin, Seite 105a. Morukwa. Wie lange muss man jetzt warten, laut diesem Abschnitt des Talmuds? Also 24 Stunden, das war sein Vater. Ja? Aber was sagt er? Ich bin Chometz Benyan, ich bin Essig, der Sohn von Wein. Weil mein Vater hat 24 Stunden gewartet, ich aber von einer Speise zur anderen, das heißt, mein Vater war ein Zadik. Ich aber, was ich mache, ich erfülle nur die Pflicht. Weil wenn es verboten ist, er gibt noch damit an, dass er was Verbotenes macht. Ich erfülle die Pflicht, das heißt, Pflicht ist nicht 24 Stunden. 24 Stunden, das ist für meinen Vater, der war was Besonderes, er war Wein, was Besonderes, für ihn war das 24 Stunden. Er hat 25 Stunden gehalten. Aber ich bin Chometz Benyan, ich bin schlecht, ich halte nur die Pflicht. Wie viel ist diese Pflicht? Ich halte nur von einer Speise zur anderen. Wie viel ist eine Speise zur anderen? Da gibt es mehrere Bräuche. Und zwar, einmal der sephardische Brauch, das sind 6 Stunden. Warum 6 Stunden? Weil von einer Speise zur anderen, heute haben wir wie viele Mahlzeiten am Tag? 4, 5, manche 6. Ja? Gibt es 10 Uhr Pause, dann gibt es Mittagspause, Frühstück am Anfang, nachher gibt es Nachmittag.
Jause, nach Jause, vor Jause, kurz gesagt, wir haben mehrere. Damals, von einer Speise zum anderen, du hast gehabt eine Speise in der Früh, eine Speise 6 Stunden später am Nachmittag, Gamarno. Und dann gibt es kein Abendessen, kein Mittag, keine Jause, gar nichts. 2 Speisen und damit hat sich's. Deswegen, laut dem, die Mehrheit der Rishonim und laut dem Shulchan Aruch, also Rif, Rosh, Rambam, laut Mehrheit der Rishonim und Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, ist, dass man 6 Stunden warten muss. Und wie gesagt, diese 6 Stunden ist egal jetzt, ob du gegessen hast Geflügelfleisch oder Rindfleisch und so weiter. Egal welches Fleisch es war, auch, was wir schon vorher gesagt haben, auch wenn du nur den Geschmack gegessen hast, etwas, was fleischig war, aber nicht den Fleisch selbst, auch das der Reiter, musst du auch 6 Stunden warten. Die Menge ist auch egal. Ganz kleines Löffel hast du gegessen, hast du schon, ist es schon für dich verboten. Ja? Jetzt. Wir haben den Brauch, der allgemeine Brauch bei sehr vielen Juden ist es, dass wir am Schabbat in den Topf, bei manchen ist es Oshwo, bei den anderen ist es Chul, bei den, jedem, der braucht was zu essen, dass wir Eier dort reingeben. Eier, nicht geschälte Eier, manche tun sie nachher schälen, manche. Und diese Eier, die sind dort gekocht in diesem Topf. Ich habe von diesen Eiern gegessen. Ich habe aber kein Fleisch gegessen. Ich darf trotzdem kein milchiges nachher essen. 6 Stunden muss ich warten. Auch wenn diese Eier in einem Sackerl versperrt waren. Zugemacht in einem Sackerl. Trotzdem, sie bekommen auch diesen fleischigen Geschmack. Und trotzdem musst du 6 Stunden warten, bis du nachher milchiges essen darfst. Es ist schwer zu verstehen, warum es ja in einem Sackerl. Trotzdem, sie bekommen auch etwas von dem. Das auch. Auch das zum Beispiel jetzt. Was sehr, sehr aktuell ist, zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel Schabbatspeise bei den meisten isst man Fleischiges. Ja, bei den meisten wird Fleisch gegessen, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Ja. Und gibt es viele Salate dort am Schabbat, ja? Es gibt die berühmte Machloke, die berühmte Meinungsverschiedenheit zwischen den Aschkenasen und Sfaraden, wie viele Salate auf dem Tisch sein müssen. Wie kennst du sie noch, ja? Der sephardische Brauch ist es, Chai Salatin, 18 Salate auf dem Tisch. Der aschkenasische Brauch, Salat Chai. Einen lebendigen Salat, einen Salat Chai. Aber trotzdem, Salat gibt es auf dem Tisch. Und du isst jetzt. Das nicht bei allen. Es gibt manche, die tun auch so, wie die Sfaradin viele Salate auf dem Tisch haben. Und du isst jetzt die fleischige Speise und Salat ein bisschen da, ein bisschen dort. Du willst nachher, die Salate sind übrig geblieben, du willst nachher, 10 Stunden später, du willst diese Salate mit was Milchigem essen. Darfst du das machen oder darfst du nicht? Darfst du nicht. Es sei denn, du hast darauf geachtet, dass dieser Salat einen speziellen Löffel hat und nur mit diesem Löffel hast du von dieser Schüssel genommen und du hast aufgepasst über die ganze Zeit von der Speise, dass nichts Fleischiges, kein fleischige Gabel, kein fleischiger Löffel, nichts Fleischiges von dem Salat berührt und auch deine Hände manchmal. Du willst jetzt zum Beispiel Knochen kaputt machen von irgendeinem Fleisch, den Fett von dem Fleisch hast du in deiner Hand. Du nimmst jetzt mit diesem einen Löffel, aber du beschmierst auch diesen Löffel mit dem fleischigen Fett, das in deiner Hand ist. Und dann ist dieser ganze Salat auch fleischig. Wenn du aber darauf geachtet hast, dass wirklich nur mit diesem Löffel, und man hat es nur eingegriffen mit sauberen Händen, wo kein fleischiges Fett darauf war, darfst du es essen mit einer milchigen Speise. Oder die Chalot.
man kauft Gott sei Dank viele Chalot. Laut der Kabbalah musst du 12 Chalot auf dem Tisch haben. Wir machen immer 2, aber laut der Kabbalah 12 Chalot. Jetzt 12 Stück Brote. Kleine Familie, du hast Mann, Frau, 2, 3 Kinder. Was machst du jetzt mit 12 Stück Brote? Ja, ich esse das dann am nächsten Tag. Motze Shabbat, Sonntag, aber ich will jetzt einen Toast machen mit diesem Chalot. Toast mit Käse. Darf ich das machen oder nicht? Diese Chalot, sie waren auf dem Tisch, wo ich jetzt Fleischiges gegessen habe. Und normalerweise, man achtet nicht darauf. Ja? Auch mit den schmutzigen Händen, du nimmst ein Stück Brot, stellst es da auf die Seite, nimmst von dort, nimmst von da. Deswegen, die Brotstücke, die übrig bleiben von einer fleischigen Speise, darfst du nicht mit einer milchigen Speise zusammen essen. Dasselbe mit den Salaten. Salate, die übrig bleiben von einer fleischigen Speise, darfst du nicht in einer milchigen Speise essen. Ja. Wenn das Brot noch ein ganzes Brot ist, das Brot ist noch ganz und dieses und immer und du hast aufgepasst, darauf geachtet, es nicht mit Fett, also mit schmutzigen Händen zu. Ja, wenn man aber noch einmal, man hat es auf dem Tisch, sie sagt, du hast Brot, ein ganzes Stück Brot, Halas, du gehabt auf dem Tisch, man hat die Bracha gesagt und da hast es auf die Seite gelegt und niemand hat es angerührt. Wenn du darauf geachtet hast und du bist dir sicher, man hat nicht es angegriffen, du hast schon im Vorhinein auch darauf geachtet, nicht im Nachhinein. Ja, im Nachhinein sagst du, ja, ich bin mir sicher, es war auf dem Tisch und niemand hat es angerührt und wir haben sicher alle rein, gibt's nichts. Du musst im Vorhinein schon deine Andacht haben, deine Gedanken, ich muss aufpassen, wenn das übrig bleibt, dass ich es nachher esse. Weil ansonsten, du merkst es nicht, du hast es berührt, nicht du, jemand anderer hat es berührt und dann wird es nachher verboten. Jetzt, wann beginnt man die 6 Stunden zu warten? Ich beginne jetzt einmal absichtlich mit dem sephardischen Brauch, wir kommen nachher noch zu dem aschkenasischen Brauch. Ab wann beginnt man diese 6 Stunden zu warten? Diese 6 Stunden beginnt man, wo man das letzte Stück Fleisch fertig gegessen hat. Das heißt, Schabbat-Mahlzeiten bei den meisten, wir essen, nachher wir machen eine kurze Pause, singen, Divrei Torah und reden und bla, bli, bla, dann kommt Nachspeise, Nachtisch und Birkat Hamazon. Ja, manche meinen vielleicht mit Birkat Hamazon, wo die Speise zu Ende ist, ab da beginnt man 6 Stunden zu warten. Halacha, nein. Ab dem Zeitpunkt, wo du das letzte Stück Fleisch fertig gegessen hast, ab dem Zeitpunkt beginnt man die 6 Stunden zu zählen. Zum Beispiel, wir haben begonnen am Schabbat um 10 Uhr in der Früh, haben wir begonnen die Schabbatspeise. Wir haben gegessen, bis 12 Uhr haben wir gegessen Fleisch. Und dann nach 12 haben wir noch bis 2 Uhr haben wir noch gesungen, Obst gegessen, Nachtisch und dann 2:30 haben wir gemacht Birkat Hamazon, das Tischgebet. Ab wann beginne ich die 6 Stunden zu zählen? Nicht ab 2:30, sondern ab 12. Ab 12, weil um 12 Uhr habe ich das letzte Stück Fleisch gegessen. Ab da beginne ich die 6 Stunden zu zählen. Jetzt, diese 6 Stunden, die wir zählen, warum sind es 6 Stunden? Warum müssen wir diese 6 Stunden warten? Haben wir gesagt, einmal wegen dem, dass es von Speise zu Speise. Aber es gibt 2 Meinungen, warum man das so lange warten muss. Von einer Speise zur anderen. Diese 6 Stunden. Warum so lange? Da gibt es eine Meinungsverschiedenheit zwischen Rambam, Rashi und Rosh. Laut Rambam sagt er, warum müssen wir diese 6 Stunden warten, von einer Speise zur anderen? Weil bei dem Essen bleiben dir Fleischreste zwischen den Zähnen. Wie es in der Tora geschrieben steht, wer basar odenu ben shinehem, und das Fleisch ist noch zwischen ihren Zähnen. Und 6 Stunden lang, wenn es noch bleibt, diese 6 Stunden hat dieses Stück Fleisch, was zwischen deinen Zähnen bleibt, hat noch einen gewissen Geschmack. Nach 6 Stunden ist es schon ein verdorbener Geschmack und nicht mehr verboten. Trotzdem, auch nach 6 Stunden, wenn du zwischen deinen Zähnen ein Stück Fleisch hast, darfst du es nicht milchiges essen, du musst es rausnehmen. Falls du es übersehen hast und du weißt nicht, oh,
falls du es hast, ohne es zu wissen, dann, wir nehmen an, dass es schon verdorben ist und keinen Geschmack mehr hat und deswegen erlaubt. Moment, Moment, noch nicht. Du, wenn du es schluckst, nein, das nicht. Jetzt, was passiert jetzt, wenn ich aber als jemand, der, wie sagt man diese Zähne, die man reingibt und rausgibt? Gebiss. Ein Gebiss, ja, er hat, nicht Plantage, sondern, gut gesagt, er hat nicht seine eigenen Zähne. Implantat, ja, er hat... Nein, nein, das gibt man rein im Plantat. Das sind diese Zähne, die Alten in ein Glas Wasser immer geben. So ein Gebiss, was man hat. Keine Originalzähne. Ja, ihr wisst, was ich meine. Man nimmt, jemand hat solche, mit diesen Zähnen hat er gegessen. Er nimmt sie raus, legt sie in ein Glas Wasser und er hat noch extra milchige Zähne. Gibt er nachher milchige Zähne. Ist es erlaubt? Wir haben dann noch die zweite Meinung. Das ist vom Rashi. Rashi und Rosh, sie meinen, dass warum muss man 6 Stunden warten? Weil 6 Stunden lang hast du noch den Geschmack des Fleisches hast du noch in deinem Mund. Ja, zum Beispiel, du bist jetzt gegangen, Bachur Tov, Simchas, Judale oder in irgendeine Hochzeit, wo du gegessen hast, gutes Fleisch. Ja, und du hast gutes Fleisch gegessen, du gehst raus, hast dir die Zähne geputzt, alles ganz in Ordnung. Und nach einiger Zeit, nach 2 Stunden, musst du ein bisschen rülpsen, machst einen Rülps. Welchen Geschmack hast du jetzt in deinem Mund? Originalfleisch, ja. Du hast noch diesen Fleisch von, was du vorher, die Lammkoteletts hast du noch in deinem Mund, diesen Geschmack. Das Ganze, 6 Stunden lang hast du noch diesen Geschmack in deinem Mund. Das heißt, wir haben 2 Erklärungen. Wir haben 2 verschiedene Gründe, wieso wir 6 Stunden warten. Laut Rambam, weil wegen dem Fleisch zwischen den Zähnen und dieser Fleisch kann man nennen 6 Stunden lang als Fleisch. Nach 6 Stunden ist es schon hat es schon einen verdorbenen Geschmack. Laut Rashi ist es wegen dem, dass du noch den Geschmack von deinem Bauch kommt, noch der Geschmack ist noch in deinem Mund 6 Stunden lang. Welches von den 2 Meinungen ist für uns jetzt aktuell? Laut Halacha, wir müssen beide, sowohl Rambam als auch Rashi, sind laut Halacha für uns auszuüben. Das bedeutet, sowohl wegen den Zähnen als auch wegen dem Geschmack im Mund, wegen beiden Gründen müssen wir diese 6 Stunden halten. Was ist da jetzt zum Beispiel? Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt nehme... Ich habe genommen ein Stück Fleisch und ich habe einen kleinen Sohn, er kann noch nicht gut kauen. Ich nehme für ihn das Fleisch, ich zerkaue ihm das Fleisch, schlug es aber nicht und gebe es ihm nachher zu essen. Muss ich jetzt 6 Stunden warten? Ja. Ja. Laut wem? Laut Rambam. Das heißt, ich muss jetzt 6 Stunden warten. Warum? Weil ich habe gekaut und es könnte sein, dass etwas zwischen den Zähnen stecken bleibt. Deswegen, obwohl ich habe es nicht geschluckt und auch wenn ich nach 2 Minuten jetzt rülpse, ja, kommt kein Geschmack von dem Fleisch. Warum? Weil ich habe es nicht geschluckt. Aber trotzdem, laut der Erklärung von Rambam ist es schon verboten. Anders jetzt, wie schon vorher gesagt, mit den Zähnen. Ich habe mit fleischigen Zähnen gegessen und nachher diese Zähne rausgebracht in ein Glas und nachher milchige Zähne reingegeben. Und will damit jetzt Milchiges essen. Darf ich das? Nein, darf ich nicht. Warum? Zwischen den Zähnen habe ich zwar keinen Fleisch, aber den Geschmack im Magen, den habe ich ja. Weil ich habe ja das Fleisch gegessen. Ja? Und deswegen, sowohl zwischen den Zähnen als auch den Geschmack, den du in deinem Bauch hast, sowohl als auch beide Gründe, beide Erklärungen sind laut Halacha und deswegen müssen wir diese 6 Stunden warten. Was willst du fragen? Wenn ich den Geschmack von Fleisch nach 6 Stunden habe, noch einmal? Wenn ich den Geschmack von Fleisch immer habe, nach 6 Stunden. Nach 6 Stunden, auch wenn du noch immer spürst diesen Geschmack, darfst du schon essen. Darfst du schon essen? Es ist ja, du kannst sein, so wie Hasid, so wie der Vater von Morokko war, 24 Stunden warten. Ja? Aber, ja.
Aber trotzdem, du nach 6 Stunden, auch wenn es noch bleibt jetzt, aber nach 6 Stunden, wenn du siehst, aber du hast zwischen den Zähnen ein Stück Fleisch, musst du dieses Stück Fleisch wegnehmen und das dann darfst du essen. Du musst nicht wieder 6 Stunden warten. Zum Beispiel, du hast um 12 hast du aufgehört, Fleisch zu essen und nachher 5 vor 6 findest du plötzlich mit einem Zahnstocher noch ein Stück Fleisch zwischen den Zähnen. Was jetzt, wieder 6 Stunden warten? Nein, musst du keine 6 Stunden warten. Von 12 um Punkt 6 kannst du essen, wenn deine Zähne wieder sauber sind. זה ממש מעט, זה אין בו ממש, זה כבר כמעט כלום שם. גם לא נשאר לך בזה טעם. weiter dann. Wenn du jetzt innerhalb dieser 6 Stunden bist und plötzlich, unabsichtlich, du hast gegessen ein Stück von dem, was Milchiges, du musst sofort aufhören, du darfst nicht, ich habe schon gegessen, Milchiges, du musst sofort aufhören und Tshuva darüber machen und gründlichst wieder die Gesetze und Gebote von Milchigem und Fleischigem lernen, damit du das nächste Mal nicht scheiterst. Ja. Wenn ich jetzt Fleisch gegessen habe und ich habe mich danach nicht so gut gefühlt, das Ganze ist raus. Dann, ja, das heißt, du hast gegessen, Fleischiges gegessen, nachher hast du alles erbrochen. Das heißt, im Magen hast du nicht, aber zwischen den Zähnen ist noch immer. Deswegen habe ich erwähnt, beide Erklärungen sind aktuell. Sowohl die Erklärung von Rashi als auch von Rambam. Beide Erklärungen sind aktuell und beide sind laut der Halacha. Ja, ich will aber noch kurz den aschkenasischen Brauch sagen, damit wir es heute noch schaffen, den aschkenasischen Brauch. Und zwar, dort in diesem Abschnitt des Talmuds, Chulin, Seite 105, dort sagen die Kommentatoren Tosfot. Sie erklären und sagen so: Das, was er sagt, dass von einer Speise zur anderen, er meint nicht damit, das, was man gewöhnt ist, von einer Speise in der Früh und die andere Speise am Abend zu essen, sondern sogar sofort, wenn man den Tisch weggeräumt hat und wieder gedeckt hat, ist es schon eine zweite Speise. Wow, das ist das Wort. Das ist eine ganz erleichterte Meinung. Das Wort sagen dir, weißt du was? Keine 6 Stunden. Sondern das, was Mor Ukwa gemacht hat, ist direkt nachdem er gegessen hat, kannst du sofort den Tisch wieder bedecken und nachher wieder sofort kannst du nachher Milchiges essen. Das ist laut dem Tosfot. Das heißt, laut dem Tosfot musst du keine 6 Stunden warten. Kannst du sofort nachher essen, obwohl nochmal laut Halacha, bei den Aschkenasen ist es so, es gibt da mehrere Meinungen. Tachles Halacha Lemaase. Jetzt könnten wir vielleicht sagen, vielleicht werden wir uns jetzt auf diese Meinung von Tosfot, können wir uns vielleicht darauf verlassen und auch weniger als 6 Stunden essen, da ist verboten. Nächste Woche werden wir noch darüber genau besprechen und reden, was der Unterschied nachher ist, warum und wie viel auch die Aschkenasen es einhalten müssen. Baruch Adonai, Olam, hast du noch